Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Rust. Mit drei Typen, bei denen ich von zwei den Namen vergessen habe. Und einer ist der Tro. Ja, mich kennt natürlich jeder. Ja, du heißt hier Schlagzeuger 99. Heinz-Peter. Letzten noch suchen. Ja, passt schon. Der Letzte versteckt sich hier hinten hinterm Baum. Vor sich hin. Ja, jetzt muss ich erstmal suchen gehen, bis die Ansage fertig ist. Genau. Was ist, hab ich im Building Plan? Achso. Pass auf, gleich steht unten im Chat, der Typ, der dich getötet hat mit dem Bogen, das ist der, den du vergessen hast. So, du bist der Kipster. Genau. Genau, und der Heinz-Peter, der wollte jetzt mal versuchen, Wände zu bauen. Und Heinz-Peter, dafür nimmst du die Blueprint. Oder ja? Eine? Was? Die Blueprint nimmst du in deine Schnellstartleiste, in deine Schnellstartleiste, sag schon. Inventarleiste. In deine Inventarleiste, ganz unten, ja. Und sobald deine Blueprint... Alter. Ausgewählt hast, ja, kannst du auch bauen. Blueprint, wo ist das? Jetzt blaue Blatt Papier. Ja, ich habe so ein blaues Blatt Papier, ja. Ja, das packst du dir da jetzt rein. Ja. Jetzt ist das so ein rotes Ding. Ja, ach so, genau. Jetzt kannst du nichts machen. Das heißt, jetzt kommst du hier erstmal runter. Kommst du hier runter? Hier ich bin runter. Einfach zu doof, um mich am Feuer aufzuwärmen und stell mich einfach rein. Ja, was soll ich sagen? So. Da ist der Schrank. Ja. Bei dir steht unten rechts noch blockt, richtig? Nee. Nein, Building blockt steht da. Building blockt, oder? Building so. Privileged. Das ist grün. Ja. Gut, dann kannst du bauen, dann komm her. Wenn das grün ist, dann kannst du bauen, ja? Aber er kann jetzt nicht bauen, weil ich ihn gelootet hab. So, dann gehst du auf den Building Plan. Ja. Machst beispielsweise Rechtsklick und dann kannst du hier, beispielsweise mal hier so ein Fenster hinbauen oder... Ja, wie kann ich das hinbauen und platzieren? Mit Linksklick. Geht nicht, can't afford to place. Hast du auch Holz? Oder willst du es aus Luft und Liebe bauen? Verdammt. Okay, danke, damit hat sich das wohl geklärt. Geh ich mal davon aus, ne? Erst 1000 Holz gegeben, was hast du mit möchte mir jemand 200 Holz und 100 Stein geben? Moment, ich hab dein Holz. Ey, du hast es mir geklaut? Nein, hab ich nicht. Jo. Ja, hab ich mir geliehen und hatte nicht vor, es zurückzugeben. Ey. Bekomme ich noch 1100 Stones? Ja, pass auf, du machst einfach eine Spitzhacke nicht zurück. Und dann Mensch. Komm schon. Ach, die Stones aus ihnen auch noch abgenommen, Alter. Ich verschenke hier ganz liebenswürdig und vertrauenswert meine Sachen, um den Anfänger zu helfen, weißt du? Und du hast nichts Besseres zu tun, als ihn zu looten, nur weil er schwarz ist. Nein! Das ist echt nicht gut. Nein, nicht weil er schwarz ist, weil er zu schwarz ist. Schwarz ist er doch gar nicht. Bei mir schon. Ist schon ganz schön dunkel, du. Das ist eine Glatze. Jeder hat eine Glatze. Jeder hat eine Glatze. Verdammt. Keine Haare. Kommt der hier? Alter, warum brauchst du nicht? Ich warte ja noch auf so ein Item namens Friseursalon, dann machen die da irgendwie so ein Barbie-Spiel draus. Ich warte auch noch auf ein Item. Nee, was ist es? Ich warte noch auf Stone. Möchte mir jemand Steine geben? So. Ich baue hier gerade mal ein bisschen unser Territorium größer. Ich kann balancieren. Ich muss ja sagen, wir sind schon irgendwie ein chaotischer Haufen, kann das sein? Also Quatsch, nein. Das funktioniert echt gut hier, vor allem mit so Dazwischenreden und sowas. Möchtest du ja, nicht sagen? Das ist ja Mindeste, ne? Also. Ich glaube, das ist das Prinzip der Sache. Droh! Genau. Gib mir Stein! Ich hab keinen Stein. Dann gib mir Axt! Warte mal, wo bist du? Ich geb dir hier ein Werkzeug, das deiner würdig ist. Ja. So. Also, dann werde ich jetzt mal was essen und dann werde ich mich mal mutig in die Rüstung machen. Ja, Stein, jo, wahrscheinlich. Ich will nicht überleben, ich hatte ja schließlich schon voll Klopfrüstung und ich bin gestorben. Ja, du aber bist das halt falsch angegangen. Wie bin ich das falsch angegangen? Und Stein, die Stimme schon ein bisschen hoch, ne? Ja, nur sagen, wenn ich mich aufrege. Nur wenn ich mich aufrege. Also, Kipster, ich kann das ja ruhig sagen. Also, wenn ich singe, komme ich auch so hoch, aber so jetzt selber so hoch reden, habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Ja, wenn ich mich aufrege, ist das halt so. Ich könnte auch einfach irgendwas gegen den Bildschirm schmeißen. Ja, aber das finde ich doch sympathischer, oder? Das finde ich auch gut. Ja, natürlich, aber dann fallen Let's Plays aus. Das ist ja dann nicht ganz so schlimm. Also, jedenfalls nicht für uns. Ja.
Ich finde, du läufst jetzt mal da vorne übers offene Feld und wir machen ein bisschen Lebenszielübung. Nein. Das stirbt dann ganz genau 29 Leute. Ei. Eins. Du hast einen Schlafsack, oder? Keine Ahnung. Du hast nicht gelegt, du musst mal deinen Schlafsack legen. Das würde ich auch machen. Lass mal Bogenschießen üben, ne? Genau. Aber dann lass irgendwie so eine Art Ziel bauen. Ey. Ich baue mal eben ein Ziel auf. Jetzt baut er da irgendwie ein ganzes Haus. Treff das Haus! So, ich gehe in die Red Town rein. Ah ne, ich sollte mich erstmal hochheilen. Ich bin überzeugt, wenn er ein Haus baut und es heißt, trifft das Haus, verfehlt es jemand. Ja, der heißt Hans-Peter. Ich bin's nicht so, Strahlemann. Was? Eine Radiation erstmal wieder runter. Ah, verdammt! Radioaktion, Nation. Was? Was? Radio in Aktion? Radios in Aktion. Kennst du nicht? Ah, klar, Radios in Aktion, Mensch, ja. Warum bin ich nicht sofort darauf gekommen? Weiß ey, das ist ein Wolf. Nicht. Ah, nee, was ist das? Ah, ein Mensch. Das bin ich. Und der Durchmesser, wann ist der in Aktion? Und Pi? Oh, bald. Ja, scheiße, ne? Bei irgendwelchen Scheißberechnungen. Außerdem, der Durchmesser von Pi, was? Nein. Alter, ich bin real! Hast du nicht gerade gesagt, der Radius von Pi oder der Durchmesser von Pi oder irgendwie sowas? Nee, wann ist der Radius in Aktion, wann ist der Durchmesser in Aktion und wann Pi? Was? Um was geht's? Weiß ich. Ja, ich bin Realschule. Ich bin gerade noch weiter von Pi. Ich habe Blut gefunden. Yes. Ich habe Blut gefunden. Blut. Yeah, jetzt muss man nicht mehr spammen. Was? So meinen Baum zu fällen. Pull-up-Shirt. Das musste man mal? Ja, man musste spammen. Der Forest, oder? Ja. Ja, das verdammt. Das ist mir nie aufgefallen. Oh, ich kann auch was ganz Tolles. Ach, verdammt, habe ich aber alles schon. Ich kann, falls ihr mir Cloth bringt, euch ein Blue Longsleeve T-Shirt machen, was euch nichts bringt. Ja, kann ich auch. Erstmal eine Hose. Ich kann auch Handschuhe. Laterne! Yes, Muffin spielt The Forest. Nein, tue ich nicht, ich habe mal ein Let's Play geguckt. Ah. Oh. Leute, also, eine gute Nachricht. Ja. Eine gute Nachricht, er sagt einfach nichts. Ja, ich muss gerade erstmal hier wegrennen. Er muss zuerst überlegen. Die gute Nachricht ist, dass er die Klappe hält. Also, ich habe eine Laterne gefunden. Cool. Der gute Nachricht habe ich schon gehört. Ja. Und bisher sieht es so aus, als ob ich überleben würde. Geh weg von meiner Ziel. Ist den Pixel. Weißt du, da hinten hin? Kann ich genug finden, weil ich den schon kann? Kann das sein, dass du Schuhe anhast, aber keine Hose? Ja, das kann sein. Läuft bei dir. Oh, verdammt. Die habe ich gefunden. Ich sterbe. Ich kann zu dir kommen und dich bandagieren, aber mit Linksklick mache ich das dann. Sandwand. Ja. Seit wann ist Blut pixelig? Blut pixelig? Ja, bei mir ist Blut pixel. Ja, wahrscheinlich irgendwie so eine Zensur. Droplay Gott iratatadit. Was? Hä? Der Ärmste. Jetzt ist er kaputt. Ja. Jetzt ist er kaputt. Ja, jetzt ist er kaputt. Ja. Irradiated. Er wurde verradioaktiviert. Radioaktioniert. Ja, radioaktiv, radioaktioniert. Hallo, ey, ihr habt hier echt Worterfindungen. Das sind halt Radioaktien. Liebe Leute, scheißt auf den Duden, scheißt auf den Brockhaus oder was auch sonst immer, ja. Guckt unsere Let's Plays. Da lernt ihr was. Was ist genau, das? Genau, da lernt ihr was. Ja, da lernt ihr, wie ihr Fünfer in der Schule macht. Ja. So, jetzt, irgendwo hier ist meine Leiche, die muss ich jetzt gerade mal suchen. Yes, bei uns ist Fünfer gut. Hallo. Bei uns ist 5er die zweitbeste Note. Ja, Österreich, yeah. Ihr habt ja auch eine Klasse. Schweiz. Wieso Österreich? Was? Bei Schweiz! Uns ist 5 ganz normal. Bei uns ja, ist 5 die beste. Ey, 2 also, beste. Stimmt, er war Schweizer, genau. Er war, ja, ich bin immer noch. Ich bin nicht mal für Österreich, ich mag Österreich nicht gerne. Ich auch nicht. Der Österreicher war schon immer ein bisschen komisch, ne? Ich bin kein Österreicher! Ich bin zum Glück deutscher Staatsbürger. Yeah, Muffin ist Österreicher. Ich will leider. Ach, ich werde auf jeden Fall nach Deutschland ziehen irgendwann. Es gab schon mal einen Österreicher, der nach Deutschland gezogen ist. Ausgeliefert worden ist, wissen wir alle.
Ach Quatsch. Ich bin aber kein Österreicher. Jo. Ich beleidige mich nie wieder als Österreicher, sonst komme ich zu dir und hau dich. Okay. Österreicher. Jetzoniger Österreicher. Jetzonig. Das liegt nicht am Österreicher, sondern an der Umgebung. Jo. Es wird Nacht, das ist sehr schön. Ja, weil ich sehe nur noch rot. Soll ich mal Steine mitnehmen für den Notfall? Also keine im Dunkeln Ahnung. Haben wir jetzt bestimmt Schwierigkeiten, den Hans-Peter zu finden. Der ist gut getarnt, sag ich euch, der ist gut getarnt. Ja, da kann ich euch alle umbringen. Dann ah, verdammt! Ich werde also, wahrscheinlich schon im Dunkeln Schwierigkeiten haben, zu wissen, wann ich mich halb gedreht habe. Ich habe jetzt gerade erst vor kurzem mir die Hüter des Lichts angeguckt und da gab es ja auch dieses Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wäre das jetzt an dieser Stelle ein bisschen falsch platziert? Nein, das passt. Nein, ist in Ordnung. Okay, gut. Ich wollte nur nochmal fragen, ne? Aber das muss dann der eine da machen. Unser Schwarzer muss das sagen. Ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Okay, wir brauchen keine Angst haben. Was habt ihr denn hier gemacht? Ah, hier ist Stroh. Siehst du mich? Yes, wer ist denn hier mit der Fackel? Ich nicht. Ist das? Das ist der Kipster. Tschüss, Kipster. Einfach nur auf die Hautfarbe achten, dann weißt du ganz genau, wer der ist. Das ist der Schwatte. Das ist der Schwatte. Ey, welcher hat mich. Welcher hat mich gefunden? Es wird langsam. Oh verdammt! Das ist intelligent wie Sau. Kann ja mal hier. Also in der Forest kann ich besser bauen. Kann ich hier mal so ein paar Spikes hinstellen, damit er dagegen rennen kann. Nein! Dann mach bitte die Metallspikes. Na, oh, oh nee! Ich die kann er wahrscheinlich noch nicht mal. Nee, die kann ich noch nicht, aber hier kommt man jetzt erstmal nicht mehr durch. Das ist schon mal gut. Ja, bei mir auch nicht. Ja, wir wollen ja noch durchkommen. Es wäre von Vorteil. Ja, man kann außen rum rennen. Es ist ja nur, dass man nicht aus drei verschiedenen Richtungen uns angreifen kann. Ich habe die Zielscheibe kaputt gefickt. Schon wieder? Yes. Es braucht zwei Schüsse so ein Ding, um es kaputt zu ficken. Und ich habe jetzt zweimal geschossen. Das heißt, ich habe die Zielscheibe kaputt gefickt. Alter! Also, jetzt muss ich schon dreimal einen Piep machen, oder was? Ja. Gefickt. So, eine andere Frage. Wer möchte jetzt hier eigentlich noch irgendwelche Rezepte haben? Von was? Du, ich habe ein paar Rezepte, die du vielleicht lernen kannst. Du machst da ernsthaft einen Piep, ich lasse das eiskalt drin. Weiß nicht, Heinz-Peter, komm mal runter zum Ofen. Ich bin schon drunter. Kommen wir hier an? Nee, ich bin da oben. Ich bin bauen. Heinz-Peter, wie viel Lebensenergie hast du noch? 15. Okay, dann schlage ich dich doch nicht mit meiner Fackel. So, da ist er, Heinz-Peter, warte mal, guck mal. Hier habe ich was für dich. Guck mal her, guck mal. Einmal... Zweimal hast du zwei Rezepte, die du lernen kannst. Warum ist hier eine Tür? Weil du da eine hingebaut hast oder weil der Schwarze wieder mal abgeschirmt sein wollte? Ey! Ich wollte einen kleinen Raum machen. Ja, mein Schlafsackraum. Kammer, nur für den Schwarzen. Ja, eine schwarze Kammer für den Schwarzen. Weißt du, wie du die Sachen lernst, oder? Nein. Okay. Draufdrücken und dann auf Study Blueprint. Genau. Okay, ich bin vielleicht jetzt einfach mal im Bauen. Wenn du es in deine Inventarleiste legst und dann die entsprechende Taste drückst, habe ich noch nie probiert. Ich auch noch nicht, müsste ich mal irgendwann mal machen. Wer möchte ein T-Shirt? Ein T-Shirt habe ich noch über. Yes, ich! Ich bin jünger. Nein, bist du gar nicht. Doch, bin ich. Du bist nicht 16. Du bist sowieso scheiße, ich habe komplett tight. Hey. Ich bin komplett tight. Scheiße. Weißt du, bist high. Ja, ich bin komplett tight. Komm. Warte mal. Da dürfen wir drum kämpfen? Warte, ich kann doch noch mal eins herstellen. Dann mache ich aber auch mit. Sobald einer tot ist, fange ich an mitzumachen. So, warte, ich mache doch schon ein zweites Shirt hier, Leute. Ich mache das. Jo. Aua. Hast du sie noch alle? Alter, kann hier jemand mal einen Ofen machen oder so? Licht, Feuer, Licht. Außer das kann keiner. You active. Alter, aua. In meine Nudel! Hallo, ich mach euch doch gerade was. Yes. Hört auf euch gegenseitig zu nudeln. Echt? Nur rationieren. Alter! Nein, jetzt klaut er noch meine Sachen, Alter! Ey! Droh!
Richtig. Ich lass dich noch nicht mal sterben. Also ich hab's jetzt gerade mit... Alter, was hast denn du für komische Pixel? Also ich hab's gerade bei Linksklick probiert mit ihm, ihn hochzuheilen. Das hat nicht funktioniert. Meinst wahrscheinlich Rechtsklick, oder? Yes, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Pixel hat er. Du musst ihn fragen, ob er mehr Leben hat. Du hast mich eben auch gehalten, 5 Leben. Ah! Alter! Yes, Licht! Ey, Respawn, oh Mensch! Alter, der hat schon wieder so viele Blueprints gemacht. Ja. Ich glaube, er will unser Holz für Blueprints verbrauchen. Echt? Nee. Alter! Das ist echt ein bisschen viel. Was ist, muss ich schon wieder eingeben? Jetzt habe ich ihn abgebaut. Wieso hattest du deinen Schlafsack noch nicht hingelegt? Nee, den habe ich jetzt. Du da, was muss ich schon wieder eingeben? / DPR Tro. Oder Muffin LP oder Kippler? Kippler. Geht's los? Kiffer. Einfach Kiffer. Also Muffin mache ich nicht. Du kannst auch einfach T oder K oder M eingeben. Das reicht eigentlich. So, wer braucht jetzt das andere Shirt? Bah! Boah, Mensch! Ah, jetzt? Du kannst mir gerne Klopf geben. Ey, gib mir jemand mal die Sachen wieder zurück! Nein. Doch! Das ist jetzt natürlich nicht. Meins. Wo bist du? Ich bring dir dein Zeug. Warte, ich bring dir, was ich dir von deinem Körper genommen habe. Warte. Alter, was habt ihr mir denn alles geklaut? Ein bisschen Klopf geben. Das hab ich von deinem Körper. Ey, ich will mal... Ey! Kann mir einer von euch drei Chaoten Klopf geben? Ich möchte meine Axt wieder... So, hier, ich hab mir gerade seinen eigenen Schädel wiedergegeben. Ich möchte meine Axt, mein Holz und meinen Bauplan. Guckt irgendwer auf die Uhr? Die liegen alle noch oben. Ja, ich hab eine Uhr. Was? Ich hab eine Uhr. Die liegen oben, wo du zu Tode gekommen bist, wo du deinen Unfall hattest. Da liegen die Sachen noch. Oh Mann. Ja, stimmt. Also Leute, ihr seht, es ist hier Chaos pur in dieser Folge mal wieder. Es gab viele Tote. Nein. Ey, nein, das sind meine Sachen. Ey, meine Sachen. Und wir sind schon wieder am Ende der Folge, weil er nämlich gerade fragte wegen der Uhrzeit. Wie spät ist es? Einfach nur wegen der Uhr. Genau, wir sind jetzt bei 17 Minuten. Ja. Ey, ich will mein Holz wieder. Ja, warte. Und wenn die beiden da hier irgendwelche Deals abschließen, ja. Yeah. Möchte ich mich verabschieden und sage dann bis zur nächsten Folge und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.